erfährt auch was über Themen, wo man sich vielleicht vorher noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht hätte, dass da halt auch ja, die Politik drüber nachdenkt. Möchtet ihr denn dieses Jahr wählen gehen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich kenne mich da nicht so aus. Es hilft halt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wo die Unterschiede zwischen den Parteien sind, die rauszufinden. Oder es motiviert, denke ich, auch viel, überhaupt so weit zu gehen, weil man dann sieht, es bringt was und meine Stimme zählt auch was. Ich weiß gar nicht genau, welche Partei eigentlich mein Favorit sein wird dieses Jahr. Deshalb bin ich froh, dass es solche Tools gibt wie den Wahl-O-Maten. Gestartet, wer will Wahl-O-Mat-Redakteur werden? Online über alle sozialen Medien und 300 Leute haben sich beworben. Also auf jeden Fall war vom ersten Moment an ganz tolle Zusammenarbeit, sowohl mit der Jugendredaktion, also wir jungen Leute, aber auch unsere Experten haben mit uns super zusammengearbeitet. Also kann ich nur empfehlen, ganz tolles Team. War von Anfang an eine sehr große Symbiose und man hat sich sehr schnell verständigt. Man lernt wirklich Leute aus allen Orten kennen, das ist echt spannend. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es sehr steif wird, dass die ihre Meinung durchbringen und wir sozusagen Ja oder Nein sagen müssen. Aber es war genau andersrum. Wir haben die Thesen entwickelt. Dann wird lange, lange über diese Themen gestritten, diskutiert, wirklich mit Herzblut. Jeder der Redakteure steht nachher da und sagt, das ist meine Lieblingsthese, ich will, dass die reinkommt. Die 38 Thesen sind ja auch recht kurz und knackig. Vorratsdatenspeicherung. Betreuungsgeld. Finanztransaktionssteuer, außerbörslicher Handel, Griechenland sind es da so Schlagworte. Welche sind einfach wichtig für diesen Wahlkampf, welche sind aktuell und welche sind imstande, am besten zwischen allen Parteien zu unterscheiden. Man kann entweder zustimmen oder ablehnen oder auch auf neutral klicken, je nachdem, was halt die eigene Meinung ist. Oder wenn man halt die Frage gar nicht beantworten will, kann man ja auch überspringen. Man kann am Ende verschiedene Parteien anklicken auch, für die man halt seine eigene Meinung mit der Partei vergleichen möchte. Und dann wird einem genau ausgegeben, inwieweit man da mit der Partei übereinstimmt. Ich würde das halt mal alles so durchgehen und dann würde ich mal schauen, was rauskommt und dann würde ich vielleicht nochmal überdenken. Und am Ende war die Vorfreude natürlich vor allen Dingen groß, endlich zu sehen, wie unser Produkt am Ende aussieht. Es ist wirklich toll, jetzt hier mit den Politikern dann auch zu sehen, die ganze Arbeit hat sich gelohnt und am Ende ist was Gutes rausgekommen und die Thesen sind griffig und verständlich und die Arbeit trägt einfach Früchte dann am Ende. Der Wahl-O-Mat wird gleich online gehen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und gucken, ob meine Prognose mit dem, was ich wählen möchte, auch mit dem übereinstimmt, was der Wahl-O-Mat ausspuckt. Bin ich gespannt. Was?